Ein kurzes Aufstehen später und was zu trinken in meiner Hand. Begrüße ich euch, ihr lieben Linge. Es geht weiter LP 17 Assassin's Creed. Wir sind gerade dabei, dem Colonel Monroe gegen die Franz Tacken zu helfen. Und dafür müssen wir ein paar Dorfbewohner retten. Die Frage ist, wie wir das am besten anstellen, weil von hier aus ist die Position ein bisschen gay. Weil keine Einzelnen rumlaufen, die man einfach mal so absnacken könnten im Attentat. Deswegen suche ich mir eine ganz klein wenig andere Position. Und versuche ein bisschen besser zu infiltrieren, um nicht direkt das Massaker vom Zaun zu brechen. Also, hier noch hinter die Mauern. Ja, springen mal ab. So. Ja. Stop right. So. Der erste. Oh, Munition. Der andere kommt schon. So, die ersten beiden sind schon mal weg. Gut. Jetzt hätte ich gesagt, drehen wir eine Runde rechts rum. Was ist das hier für coole Sache? Neue Schauplätze, schade. Okay, also, ich schwimme mal ganz kurz mal hier rüber, weil auch hier sind mal wieder richtig viele Gegner. Ich habe noch keine Verluste und ich glaube, es wird richtig schwer ohne. Da schaut doch einer zu mir. Bin ich blöd? Oder ist der in der Hütte? Your mother will mourn you. Was war das da denn? Das ist schon immer so richtig typisch. Das nervt in so einem Spiel. Wenn solche Fehler im Spiel einem die Tour vermasseln. Mensch. Das war ärgerlich und eigentlich unnötig. Also machen wir das anders. Wo ist denn die Sniper? Wer von euch ist denn die Sniper? Die Sniper schaut von mir aus ein bisschen nach links. Ich glaube, das ist einfach. Habe ich einen Berserkerfeuer? So. Denn man kann ja auch einfach die Zeit für sich arbeiten lassen. Da bin ich noch nicht in Reichweite dafür. Wobei der ein sehr gnädiges Ziel wäre, wenn ich den bekäme. So, ich springe mal hier runter und rette mal hier die ersten Dorfbewohner. So. Wie komme ich jetzt da oben ran? Mensch, ich komme nicht mehr in die Hütte rein. Stop. Oh Mensch. Die Mission hier läuft gerade nicht und das fuckt mich ein bisschen ab, muss ich echt sagen. Ich habe echt einen von 12 gerettet, das ist eine richtig schlechte Bilanz. So. Toll. Super. Superbe. Okay, anders müssen wir die Sache angehen. Berserker-Pfeile sind die falsche Wahl, weil die dann willkürlich 8 Leute umnageln. So. Das macht die Sache ungemein schwer.
Also. Was ist in der Höhle? Das Problem ist, meine Schlafpfeile sind jetzt leider auch benutzt quasi. So, dreh dich um, damit ich deinen Kollegen wegsnacken kann. Okay, allerdings Janede. Und zwar folgender. Ich habe die Schlafgranate ausgerüstet und damit werde ich einfach hier die beiden einschlafen lassen. Ach, als ob! Och Mann! Das Zielen ist so scheiße. Schon wieder! Ich muss die Waffe wechseln. Cool. Ich muss die... Lass mich mal bitte die Bürger retten. Mann. Gut, aber das hat wiederum geklappt. Die Bürger sind gerettet worden und helfen mir jetzt. So, jetzt muss ich gucken, dass die... Dass die... mir die Leute nicht wegkillen. Sonst kann ich auch quasi nichts von der Verstärkung, die ich hier gefunden habe. Okay. Jetzt, nächstes Ziel. Es war ein bisschen ärgerlich, dass mir gerade zwei Schlafgranaten über die Wupper gingen. Allerdings habe ich mich mit so Aktionen schon abgefunden. Ja, ich muss hier drauf. Ach, dass der dann Befehle, die ich vorher schon eingegeben habe, einfach nochmal umsetzt. Wie komme ich in diese Höhle? Ja. Gut. Sechs Stück haben wir. Nächstes Ziel. Den treffe ich von hier aus nicht. Muss ein Stück näher also. So, jetzt ist der ein gnädiges Ziel, weil jetzt ist es nur noch hinlaufen und Mäuschen fertig. Ich lehre euch, den Rotröcken zu helfen. So, gleiches Spiel. Ne? Da recht direkt vor mir. Wenn beide wegschauen, wäre auch eher ein gnädiges Ziel. Ich müsste nur näher rangehen, immer links klickt, dann war's das. So, und jetzt können die beiden sich einfach kümmern. Okay, warum war der jetzt auf einmal tot? Das war creepy, wie Sau sogar. Oh, noch eine Splittergranate. Das ist das Problem. Es ist gleichzeitig Glück und Fluch, dass man so viele verschiedene Waffen hat. Weil, naja, man quasi auch für den ganzen Gramm Munition bekämt. Bekämt, ja, gutes Deutsch, danke. Und, Sucht nach Streunern! Gnädiges Ziel. Und ich habe 12 Dorfbewohner gerettet ohne Verluste. Sehr gut. Ehrwürdige. Mein Name ist J. Patrick Cormick. Ich bin ein Freund. Ein Freund für wahr. Euch gilt der Dank meines Volkes, J. Patrick Cormick. Solange ihr auf Erden wandelt, habt ihr einen Platz hier bei uns. Ich danke euch. Ich bin es, die zu Dank verpflichtet ist, junger Mann. Wärt ihr so freundlich, mich zu begleiten? Man nennt mich Onatar. In meinem Volk gibt es eine Legende. Sie erzählt, wie das Land unter unseren Füßen geboren wurde und wie Gut und Böse in die Welt kamen.
Die Himmelsfrau verstreute ihre Weisheit über das Land. Folgt ihr ihren Weg, lernt ihr die wahre Geschichte unseres Volkes und lüftet vielleicht sogar das Geheimnis in dieser Höhle. Falls ihr der Held seid, für den ich euch halte. Ihr ehrt mich, Ehrwürdige. Ihr seid es, der uns ehrt, Shay Patrick Cormack. Lebt wohl. Loot! Ich rieche Loot! Was, warum geht jetzt die Karte auf? Das war eine sehr schöne Szene, vor allem die erste, fand ich. Totems. Ah, okay, zwei. Ach, deswegen ging wahrscheinlich die Karte auf. Die Totems sind wahrscheinlich nämlich überall verstreut. Okay, das muss man sich erst dran gewöhnen. Und wenn man die dann eben alle gesammelt hat, dann kann man hier das öffnen. Und das sieht noch richtig coolem und dickem Loot aus mit der Rüstung. Aber wir haben unser Soll hier getan und jetzt geht's rüber zur britischen Armee. Und dann hören wir uns mal die Seite an und schauen mal, was wir tun müssen. Damit wir auch die Seite zum Sieg führen. Gegen die Franzosen. Also, ab zum Morrigan. Kurz übersetzen, weit ist das ja nicht. Und dann sehen wir weiter. Ich spring einfach. Unauffällig schwimmen. Ach so, unauffällig schwimmen ist quasi tauchen. Okay. Wie komme ich da oben an die... an das Animus-Fragment? Sieht für mich nicht so direkt erreichbar aus. Ich müsste halt irgendwie hier den Baumstumpf hoch. Quasi doch richtig einfach. Okay. Also, ab auf mein Boot. Und die sagen mir, ich sollte doch mal bitte mein Geld abholen. Und wisst ihr was, bevor wir jetzt weiter in der Story machen, setze ich zwar noch über. Aber, also bevor ich das nächste... Bevor ich... Na, was will ich überhaupt sagen? Ich wollte sagen, bevor ich die Story weitermache, werde ich das Video wechseln. Also in das nächste einsteigen. Aber vorher kümmere ich mich noch ganz kurz hier rum. Nehme erstmal mein Geld von der Bank. Schaue mir an, was die Flotte zu sagen hat. Also nochmal ein bisschen die Seewege zu clearen. Ein bisschen Geld inspielen. Alle Berichte überspringen, ist mir recht egal. Cap Français. Route sichern. Hier. Wow. Also alleine war nicht so viel Chance. Kann ich das überspringen? Mit Enter war das? Yes! Nein! Ach, als ob. Ich habe mich gerade zurückgezogen. Ich bin so dumm. Das war blöd. Route sichern. Nochmal. Ne, das ist wiederum blöd, weil das Schiff schon angeschlagen ist. Enter. Was? Nicht Enter? Ja, Enter. Ja, ich möchte ans Ende dieser Schlacht springen. Bisschen Schaden gefangen ist, okay. Jetzt ist die Route sicher und dann können wir direkt einen Boatbau da hinschicken. Um mal ein bisschen Kohle einzuspielen. Also. Und. Ja. Schiff senden. Das war's. Gibt es noch richtig viele Handelsgebiete? Ist hier irgendwas noch sicher davon? Alles riskant. Mensch, Mensch, Mensch. Schlacht beginnen, Schlacht überspringen. Yes, bestätigen. Und dann schicken wir ein Boot auf diese Reise. Weil mich interessiert, was passiert, wenn man hier das alles hat. Also, hier kann ich jetzt jemanden hinschicken. Steuerung, Schiff reparieren für 18 Peanuts. Aber dafür bringen die auch nicht so mega viel Geld hin. Schiff senden. So, Florida noch. Gut, wenn die alleine das schon schafft, dann macht die das auch alleine. Die Schlacht anzuschauen ist recht uninteressant. Weil wenn ich mich schlagen will, könnte ich das auch einfach selber machen. Und das ist tausendmal interessanter für mich und für Zuschauer sowieso. Und reparieren und schicken. Schiff senden. Und nach Barbados. Oh, jetzt kommen schon meine größeren Schiffe ran. Aber auch die ballern die einfach weg.
Und werden losgeschickt. Jetzt schauen wir noch ganz kurz, ob ich in der Kajüte irgendwas upgraden kann. Weil Geld habe ich verhältnismäßig viel sogar, fand ich. Schiff senden. Aber das heißt ja nicht, dass man auch wirklich was machen kann. Also, bestätigen wir das. Gehen hier rüber. Schiff ausrüsten. Morrigan-Verbesserung. Bisschen Stauraum, bisschen Harpunieren, langweilig. Langweilig. Wolfssegel. Die Segel der Jackdaw. Oh, das ist doch lässig. Edward Kenway. Das war das Boot aus Assassin's Creed Black Flag. Schwarzer Schatten. Wow, das ist doch cool. Die Krake ist auf jeden Fall cool. Da gibt's. Die Galionsfigur der Morrigan ist recht schlicht. Ein Wolf. Ein Adler. Ja, der Wolf ist eh ausgerüstet. Ja, muss jetzt nicht sein. Gut. Jetzt gucke ich noch, ob ich mich upgraden kann. Aber wieso? Das muss halt einfach mal gemacht werden. Ist nicht so interessant, aber gehört dazu. Monturen. Ach, die müsste ich noch kaufen. Hier. Das ist das, was ich mit Uplay Points gekauft habe. Auf jeden Fall was Schickes. Edwards Pistole. Damit haben wir eine neue, bessere Pistole. Wobei hier die genauso gut gewesen wäre. Schwert und Dolchsatz. Katana. Geschwindigkeit um eins geringer. Haben wir noch mal eins geschenkt bekommen? Ne? Plausen die, die wir uns leisten können. Na, ich sag mal, Katana passt. Katana ist cool. So. Gut, das muss halt mal gemacht werden. Wir schauen uns noch kurz meine Montur an. Allerdings war's das für heute. Ich bedanke mich. Wir sehen uns das nächste Mal und ciao.